Leider nein. Was ist leider nein? Ich habe nur gefunkt. Wie, du funkst? Zeig angerufen. Ja. Ah, du bist mir eine Pappnase, weißt du? Du stellst mich hier runter und du bist gar nicht mehr hier. Ja, das Auto war eher fertig und dann war ich verwirrt. Ach so. Ja, war sauer, weil da waren die von der Feuerwehr und ich war letztens bei den Feuerwehrmännern und da durfte ich kein Foto machen vom Feuerwehrauto. Und da hat so Schmuddelheftchen bei sich unten liegen mit so einer komischen Papiertücherbox auch im Feuerwehrhaus. Ganz wilde Nummer. Ja, und dann wollte ich aber auch keinen Witz mehr machen von wegen Schlauch halten oder so. Ach so. Ja, den wollte ich dann nicht mal bringen. Ich glaube, den kennt er schon. Ja. 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 Nee, ich sitze hier im UWO-Café mit zwei Damen, zwei Herren. Oder denn, ja, dir viel Spaß. Oh wow, das klingt so, als ob du keine Lust hast. Nee, ich repariere gerade mein Auto, muss noch ein paar Minuten warten. Ach so, was ist denn bei dir kaputt? Die Scheibe ist kaputt gegangen. So eine Scheiße. Und sonst alles okay? Sonst ist alles bestens. Was machst du sonst so Schönes? Jetzt nichts, außer warten. Wie lange musst du denn warten? Ich glaube noch 20 Minuten oder so. Boah, das tut aber weh. Was machst du denn am Bisschen. Samstag? Keine Ahnung. Ich will nämlich ein Foto machen beim Hai. Foto mit einem Hai. Ja. Du bist doch verrückt. Nee, wieso? Der Hai könnte dich fressen. Das spuckt mich doch wieder aus. Ist ja nur Nee, so ein Testbiss oder so. glaube ich nicht. Na, ich glaube schon. Also ich Na, habe schon erfahren, ausgerechnet dass man aber hier nicht. Jetskis mieten kann. So auf dem Jetski hocken, so ein paar Leute, wir umzingeln den, ich mache ein Selfie und dann kann ich wieder abhauen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Jeder sagt, ich bin verrückt, aber das kriegt man hin. So Naturdoku-Forscher kriegen es doch auch hin. Ja, aber die haben ja auch Köder und sowas alles. Die locken die Ja, ja ich an. habe eine Angel und ich habe auch ein paar Regenwürmer. Na, ich glaube, Haie stehen nicht auf Regenwürmer. Da muss ich irgendwen anders da reinschmeißen, dass der kommt und ich ein Foto machen kann. Vielleicht den Pudel. Ja, den pinken Pudel. Genau. An dem er leckt. So kann man das. Aber ich habe keinen pinken Pudel, den ich da reinschmeiße und das mache ich nicht. Kann ich nicht irgendwie jemand anders reinwerfen? Weiß ich doch nicht. Hast du irgendjemanden? Kannst du irgendjemanden nicht leiden? Das ist ja mein Problem. Ich kann irgendwie jeden leiden. Das ist schwierig. Ja. Nee, außer die Cops. Die sind mir ja heute ins Auto gefahren. Ah, Aber denen habe ich mal schon wieder deswegen. verziehen. Ja, genau. Deswegen denen ins Wasser zum Hai schmeißen ist scheiße. Keine Ahnung, vielleicht mal beim Metzger nachfragen. Wegen ein paar Fleischfetzen und ein bisschen Blut. Ja, oder muss ich da vorerst jagen gehen und irgendeinen Wolf da reinschmeißen? Ich weiß nicht. So ein bisschen Ja. Wolfsfleisch reinschmeißen, dass er dann kommt. Aber ich weiß nicht, der kennt es doch gar nicht. Das schmeckt doch für den so wie für uns Astronautennahrung. Kennen wir nicht, wollen wir das fressen. Ja, das ist richtig, aber Haie riechen Blut, kilometerweit. Ich Oder kann doch jetzt Kilometer nicht irgendeine Trulladiere Perioda da reinwerfen. lang. Nur mal kurz einditschen. Verstehst du? Er stimmt auch wieder. Oder ihr Frauen benutzt doch so eine bestimmte Dinge, die euch dabei helfen, dass euer Schlüppi trocken bleibt. Weißt du? Ja, es nennt sich Waschmaschine und Trockner. Nein, nee, das meine ich nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, das ist ja widerlich. Dann Aber habe ich da. den Scheiß auf dem Selfie. Bist du verrückt? Nein, da muss er was rinschmeißen.
dass der Hai angelockt wird. Dann kann ich auch gleich meine Socken ins Wasser werfen. Dann kommt er, vielleicht mag er auch Käse. Ui. Weiß ich nicht. Na, ich auch nicht. Ist ja noch ein bisschen hin bis Samstag. Kann sie ja, ja auch das stimmt. Ich mach mir ja schon einen Plan. Ich frag schon alle, ob sie mitwollen. Entweder haben die alle Spaß, weil ich vom Hai gefressen war. Oder. Keine Ahnung. Ich habe meinen Plan noch nicht so fertig gedacht. Ja, weiß nicht, da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja, stimmt. Yes. Das stimmt, das stimmt. Und was macht bei dir deine ganzen Connections? Welche Connection meinst du? Naja, generell. Weiß ich nicht, ist immer so eine provisorische Frage. Ja. Naja, und die sind unterwegs, die Connections. Ah, und was macht ihr dann Schönes? Chill. Oh, wow. Rumfahren, chillen. Rumfahren, arbeiten. Chillen, arbeiten. Was wird denn gearbeitet? Fenster putzen und so. Komm, du putzt keine Fenster, das kannst du wem anders erzählen. So blöd bin ich auch nicht. Ja, als Nebenjob. Ja, Fensterbus als Nebenjob. Hauptjob wäre? Da spreche ich nicht drüber. Naja. 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 Wenn du mal drüber sprechen willst, lass es mich wissen. Okay. Weil ich habe ein paar Leute so durch die Blume gefragt, aber die haben alle weiße Weste, weißt du? Ein bisschen. Ach so. Das ist ein bisschen doof. Aha. Ja. Das ist richtig. Der ist immer so ein bisschen doof. Ich glaube, keiner würde, wenn er irgendwas Illegales am Hacken hat, dass er dir das, ja, so unter der Nase reibt. Verstehst du? Ja, doch. Nee. Bei dir weiß ich es ja auch. Gott, dass ich was Illegales mache. Ja. Aber nicht was. Na, ich kann es mir schon denken. Ja. Ja. Ne, aber wenn du mal. Das hört sich komisch an, wenn ich das sag, aber wenn du mal Lust hast auf mich, sag Bescheid. Ich hab immer Lust. Ja, du bist ja jetzt in der Werkstatt. Ja, ich denke, man kriegt gleich mein Auto. Dann wollte ich eh noch zum Kaffee. Ich brauche noch was zu trinken. Das ist gut. Vielleicht sieht man sich ja dann. Außer dann bin ich schon wieder weg, ne? Also leicht verfügbar bin ich auch nicht. Ja. Hat man gemerkt. Merkt das schon. Ja. Ja. Du machst dich ganz schön rar. Na, Entschuldigung. Bin halt so ein kleines Kaninchen, ne? Wie meine Schuhe. Ja, du bist immer auf der Flucht. Ja, auf der Flucht. Vor dem L. Und vor allem anderen. Naja. Nee, vielleicht bist du ja noch da. Ja. Dann können wir ja so mal schnacken. Ja. Mal talken. Mal talken. Ja. Yes. Dann halt die Ohren steif. Ja, meine Schuhe, die haben die Ohren steif. Ah, super. Ja. Solange nur die Schuhe sind, ist das alles palettig. Nee, hier ist nicht kalt. Passt alles. Super. Ja. Ja. Dann hau rein. Du auch. Tschüss. Tschüss. 8 Minuten Telefonat. Bin aber fertig. Melli macht das schon. Was mache ich? Du erzählst jetzt uns was von den Tieren und so. Was soll ich erzählen? Bienchen, Blümchen, Hai, Giraffe oder so? Oder darfst dir aussuchen. Wie, was darf ich mir aussuchen? Ich kann doch nicht einfach random über irgendein Tier erzählen und nicht denken, oh, so die Alte hat sie nicht mehr. Wobei, ich hab's ja auch nicht mehr, aber das ist ja wurscht. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Ja, über was von dir soll ich schon irgendwas erzählen? Weiß nicht, die sind alle so still hier. Hallo, Musik und so? Ach ja, stimmt, da war ja Chillen und so, Musik und so. Ja. Los mit dir? So, ja. Oh, die erinnert mich an was. Nein, das Donnerstag ist und nicht Freitag.
Ich hab's immer noch in meiner Tasche. Also, was ich dir geschenkt hab. Ja, bitteschön. Danke, danke. Über Tiere soll ich was erzählen? Kannst du mich alles fragen? Quatsch. Nee, besser nicht. Wie besser nicht? Nicht über Tiere. Ja, was? Über was dann? Tja, wenn ich das wüsste. Na, schieß los. Ich versuche dir alles zu beantworten. War mal so. Sie will einfach, dass du die Leute ein bisschen unterhältst, glaube ich. Ich soll die Leute unterhalten. Meint es nicht eh schon jeden Tag? Kam nicht aus meinem Mund. Aber klang so ein bisschen. Ich meine, ist ja an und sich nicht schlimmer. Ja, ich rede zwar viel, aber wenn ich nicht weiß, worüber ich reden soll, dann rede ich gar nichts. So geht's mir auch. Ja, da kriegt's Endung Kopfschmerzen dann. Vor allem, ich rede schon klar, aber ich versuche ein bisschen weniger, weil ich sonst die ganze Zeit husten muss. Da brauchst du was zum Schlucken, ne? Ja. Und schön warmen Tee oder so. Ja, dann richtig reingurgeln. Ja. Vielleicht heute Abend ein bisschen früher schlafen gehen. Ja, wäre auch eine Option. Und darauf hoffen, dass es morgen besser ist. Ja, wenn nicht, weißt du, was hilft? Das habe ich im Heim gelernt. Die waren alle so geizig. Die wollen keinen Hustensaft kaufen. Da musste halt wirklich diesen Kandiszucker nehmen und Zwiebeln klein häckseln, das aufkochen und das dann essen. Ist zwar sau widerlich, aber das hilft. Okay. Frag mich nicht wieso, aber es hilft wirklich. Schmeckt okay. Wie Scheiße. Aber wenn man Zwiebelringe mag mit Süß-Sauersoße dann und sich das vorstellt, dann geht's. Ja. Zwiebelringe sind doch gut. Das schön angebratene Zwiebel. Warum hast du mir Hunger? Ich mach dir Hunger. Weißt du, was geil ist? Was denn? Du musst mal die Zwiebelringe in so einen Burger reinstecken und dann die Süß-Sauersoße draufkippen. Und das so essen. Das ist halt ein anderes Level von Geschmacksexplosion. Burger mit Süß-Sauer. Burger aufmachen, diesen Billo-Burger, wo. Und dann die Zwiebelringe reinschmeißen, dann die Süß-Sauer-Soße und dann essen. Das ist geil. Aber glaubst du, dass ein Billig-Burger gerettet werden kann durch eine Soße und Zwiebeln? Ja, kann ja. Das kann ja. Und dann holst du dir einen Milchshake. Nimmst die Pommes und tauchst die Pommes in den Milchshake und isst die. Ja, ich hab das schon so oft gehört, aber dass es gut sein soll, aber noch nie ausprobiert. Das ist gut. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das schmeckt mega geil. Oder du musst mal so einen Schokoaufstrich mit Frischkäse essen. Aber was tatsächlich geil ist, weil du sagst, Frischkäse ist mit Erdbeermarmelade. Ja, oder mit Honig. Frischkäse mit Honig? Ja, das ist der Life-Changer. Vor allen Dingen auch bei Halsschmerzen, weil der Frischkäse hat Milch. Und Milch regt die Schleimbildung im Hals an. Ne? Mhm. Und der Honig lindert dann das, wenn du es alles raushustest. Oh Gott, ich gehe jetzt echt um den Sekt, bevor ich hier noch auf der Boden rumkotze. Warum denn? Nee. Oh nee. Jetzt geht's aber los hier. Sag mal, jetzt hauen sie alle ab. Jetzt bin ich einmal klug. K-L-U-K und dann hauen sie ab. Nö, ich hab keine Ahnung. Die haben alle eine Stressblase. Ja. Na, vielleicht läuft auch einfach nur einmal ums Haus. Ich glaub nicht, dass er ums Haus läuft. Okay. Aber ich wollte gerade sagen, setzt sich doch oder legt sich doch auch hin. Nee, ich hock mich erst hin. Ich mag diese Liegestühle nicht so. Okay. Ist nicht so meins. Aber wir sind doch bequem. Ja, aber stell dir vor, jetzt kackt dem Vogel auf den Bauch. Wenn ich sitze, dann kackt er mir nur auf die Mütze. Also auf den Hut. Weißt du? Ja.
Eigentlich sind Tauben die Ratten der Lüfte, aber ich mag sie. Die Ratten der Lüfte. Ich kann nicht. Ja, mehr. Doch, das sind die Ratten der Lüfte. Du kannst das alles nicht mehr. Du kennst mich doch gar nicht richtig. Warte mal, bis du mich länger kennst. Ja, nee. Ich meine ja gar nicht. Ich meine ja das gar nicht über dich. Ich meine das doch gar nicht über dich. Nee, alles ach, gut. Das ist so ein Satz, den habe ich in letzter Zeit so oft gehört. Welcher Satz? Ich kann das alles nicht mehr. Hallo? Hallo? Oh Gott, der Satz kommt mir auch bekannt vor. Ja. Einfach so? Es scheint momentan recht aktuell zu sein. So, ich weiß aber nicht, woher der kommt. Keine Ahnung. Ich habe den irgendwo mal aufgefasst. Was wirklich dahinter Hello? Steckt, keine Ahnung. Jaha! Ja. Jaha! Okay, warte mal. Ich wollte eine SMS lesen. Und wie findest du die Musik? Ich hab Oropax drin, ich hab sie so nicht im Kopf. Ich höre sie nicht. Ach so. Ja. Ja, bisschen dein Ohr schonen. Ja. Hallo. Na? Setz mich einfach mal ganz still dazu. Ich werde jetzt ganz still eine rauchen, aber ich höre dir zu. Ne, alles in Ordnung. Vertief dich du in deine eigenen Gedanken. Ich trifft auch öfters mal ab und dann denke ich über alles Mögliche nach. Ja, ich mache das ganz gerne, so einfach mal so ein bisschen zuhören und in Ruhe eine zu rauchen. Ja, so eine innere Meditation. Genau. Boah, hier könnte es ja glatt einschlafen. Na, dann mach das doch, dann geh doch einschlafen. Nee. Also, wenn du so entspannt bist, dann kannst du das schon. Ja. Irgendwie hier so mit Badehose die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ey, warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht ausziehen. Und ich bleib gerne wie so ein Toastbrot. Na gut, so viel Sonne ist jetzt heute auch nicht mehr. Nee, ich krieg ganz schnell einen Sonnenbrand, dann wird's böse. Muss man dich halt eincremen. Du wolltest gerade sagen, da muss man dich eincremen. Ja. Das war jetzt schon wieder. Das muss ich mir merken. Bitte? Das muss ich mir merken. Ich bin halt hilfsbereit. Ja, ich merke es. Das wird noch so cringe. Bin gespannt, ob ich das hinkriege am Samstag mit dem Hai. Die sehen mich schon irgendwie ganz tief am Meeresgrund liegen und keiner kann mir helfen. Ja, wir hoffentlich nicht. Ich brauche einen Notfallplan. Ein Boot? Oder Jetski? Muss auch mal was trinken. Nee, ich hab's. Ich brauche ein U-Boot. Oh, wow. Dann gehe ich auf Tauchstation. Angesicht zu Angesicht mit dem Hai. Aber gibt es hier irgendwie so eine Eventorganisation? Wie meinst du? Na, so eine Firma, wo du tatsächlich U-Boote mieten kannst oder so eine. Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nur, dass man sich ein Jetski mieten kann. Oder kaufen. Oder auch ein Boot kaufen. Aber da ich ja pleite bin, kann ich schon mal keins kaufen. Also müssten wir uns alle, jeder, der mitfährt oder Lust hat, müssen wir uns alle ein Jetski mieten und dann alle zusammen aufs Meer fahren und dann jeder Ausschau halten nach dem Hai. Ja. Warum nicht? Eine spannende Gruppenaktivität, die Suche nach dem Hai für ein Selfie. Ja. Hat auch nicht jeder in seinem Lebenslauf.
Wo ist Regnet? Ja. Ja, sollen wir uns rein verziehen? Mhm. Oh, da fängt's. Ja. Einfach mal zu regnen dann. Naturkatastrophen! Ey! Schickt ja nicht das Gedränge hier. Schnell ans Feuer, wieder aufwärmen. Ja, Feuer. Boah, das ist ein. Ist das ein Feuer oder ist das ein Bildschirm, wo ein Feuer abgespielt wird? Boah, oh, geil. Cool. Nee, so wurscht. Oder egal. Hm? Oh, du sitzt auf der Katzenkissen. Bist du jetzt eine Miezekatze? Ich fand's vorher irgendwie ein bisschen. Keine Ahnung. Gemütlicher. Ja. Feuer ist warm. Ja. Was sind denn das für bunte Dinger da, die auf den Platten hocken? Die was? Die bunten Dinger da, diese Katzen. An der Wand? Ja, das sind, glaube ich, solche kleinen Sammelfiguren. Mhm. Irgendwie niedlich. Also, bist du dabei am Samstag? Wer? Ja, du. Ich? Ja, habe ich doch schon gesagt. Okay, gut. Ich muss noch dann die Uhrzeit irgendwie mir ausdenken. Ja. Mal überlegen. Spontan. Ja, oder nee. Einfach schauen. Das muss klappen. Ist das oder schlimm, nicht? Wenn ich euch mal eben alleine lasse? Nee, alles gut. Nee. Also, ich kann euch den Laden auch geöffnet lassen. Ich denke mal nicht, dass ihr hier irgendeinen Mist macht. Moment, ich muss eben gucken, ob die überhaupt da sind. Oh ja. Nee, wenn dann sagen wir, du kommst gleich wieder, die sollen wir warten. Ja, ich bin nicht eingestellt. Ja, okay. Würde ich gleich machen. Moment. Ach, lohnt sich nicht. Ja, ich bin eh nicht eingestempelt, alles gut. Nee, trotzdem, ich sag dann, die sollen ja warten, bis du wieder da bist. Okay. Ist ja auch Geld, was uns flöten geht. Hm? Na, wenn sie jetzt nicht da ist. Die braucht irgendwas. Die muss irgendwas einkaufen. Für den Laden. Was soll man denn sonst machen? Also klar. Ja. Ich bleib hier. Ich denke, ich fahre jetzt gleich in die Hut. Bin gleich. Bin dann gleich wieder ja, da. Ja, warte mal. Wieso kommen da so viele Menschen? Oh je, jetzt hast du eine Großbestellung. Ach, scheiße. Hey Fans, was geht? Da klingelt einfach mal einer durchgeht. Ich war nicht offen. Ich bin nicht mal eingestempelt, Mensch. Ja. Es hat einfach angefangen zu regnen. Oh, Leute. No, ist aber auch alles sowas. Katastrophe. Aber richtig. Ich habe gar nichts an dafür. Hast gar nichts, hä? Vielleicht brauchst du eine Jacke, wenn es regnet. Aber Gott sei Dank ist es hier eh so warm. Also. Das warme Regen. Jetzt eine Jacke mit was weiß ich was. Und hier im Feuer, das zockt ja schon wieder. Das trocknet schon wieder. Ich glaube auch, ein bisschen hinstellen. Sonst wird die Hose nicht trocken. Bist du nicht aus Zucker, oder?
Nee. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Bin ich aus Zucker? Keine Ahnung. Komplett scheiße, wenn ich sage, irgendwie hab noch nicht dran geleckt, oder? Okay. Oh, das klang jetzt auch irgendwie. Ja, falsch. Das. Ja. Stimmt. Boah, Fliege in der Nase. Hey, warum packt ihr euch nicht hin? Na, ich hab doch gesagt, ich muss stehen, damit das die Hose trocknet, weil wenn ich sitze, dann bleibt der Arsch ja trotzdem nass. Ja. Das definitiv. Da, so stehe ich, dann tropft's nach unten. So, ich war jetzt aber kurz Firma. Ja. Auto. Und hau mich hin. Okay. Du kommst hier weg? Wahrscheinlich. Ja, ansonsten fahre ich im Transit. Okay. Ich kann dich schon mitnehmen. Ciao. Oder wohin bringen. Tschüss. Ciao. Dankeschön und ciao.